Wechselt Türkei-Top-Talent Arda Güler zu Borussia Dortmund? Das könnte tatsächlich laut türkischen und sogar deutschen Medien schon bald passieren. Eins ist klar und auch schon bekannt, Dortmund ist wie viele weitere europäischen Clubs interessiert am, ich zitiere, Jahrhunderttalent. Sie haben in der diesjährigen Sommerpause auch schon ein offizielles Angebot eingereicht, ähnlich wie Ajax Amsterdam. Die Niederländer sollen 17 Millionen Euro geboten haben, welches die Dortmunder aber mit 22,5 Millionen Euro locker überboten haben. Beide Angebote wurden aber vom Vereinspräsident Ali Koç abgelehnt. Die Summen seien nämlich für jemanden wie Arda zu niedrig. Und da stimme ich ihm tatsächlich zu, Leute. Deswegen hat Dortmund den Transfer erst einmal aufs Eis gelegt, mit der Motivation, in der kommenden Sommerpause ein besseres Angebot einzureichen. Das wird aber bei weitem nicht das einzige Angebot sein. Denn wie gesagt, ist auch Ajax interessiert am jungen Türken. Neben ihnen sind aber auch Clubs wie der FC Bayern, Paris Saint-Germain und der FC Barcelona an Arda Güler interessiert. Die Sommerpause wird deswegen höchst interessant. Aber Leute, es könnte bei einem Transfer von Arda Güler doch noch einen Haken geben, zumindest aus der Sicht von Fenerbahce. Wenn ihr wissen wollt, um was es sich für einen Haken handelt, dann drückt jetzt aufs Plus. Und der zweite Part kommt in den kommenden Stunden online. Ich bin aber somit raus. Ciao.